ich denke mir, du isst gerade auch noch, weil du noch nichts gegessen hast. Du kommst ja direkt aus der Arbeit. Was, wer ist denn? Man hört mich aber nicht, oder? Oh, immer mal wieder, wenn du mit der Gabel auf deinem Teller herumdatscht. Aber das ist nicht tragisch. Sorry. Nee, alles gut, alles gut. Ich warne auch vor, Dinge, es kann passieren, dass ich heute noch ein paar Mal aufs Klo muss. Hast du schon wieder Wasser getrunken? Ja, mir ist wiederum nicht okay. Mir ist die Cola ausgegangen mal wieder und ich bin heute schon den ganzen Tag wieder auf Eistee und wenn ich Eistee trinke, dann... Zug's ja schon. Immer die Wölfe mit den Kommunionsbläschen. Achso, ich muss noch Start drücken. Das ist nur bei Eistee. Ich habe heute auch schon über 2 Liter getrunken. Das ist das Problem. Wieso hat das so schnell geladen? Weil wir da gerade eben drin waren. Ja. Kleines Haus? Kleines Haus, ähnliches Layout. Das ist noch im Arbeitsspeicher. Oder es wird die Kampagnen-Range auf 100% bleiben. Ja, mach mal Licht an. Du oder Wolf? Nein. Das machen wir nicht. Nicht, dass das immer Kaniden sterben müssen jede Runde, weil dann sterben. Ja, ich war ja jetzt schon. Jetzt ist eigentlich Hutz dran. Ja, es bin also ich. Lass mich kurz überlegen. Genau. Jetzt sag ich doch. Der Hutz. Nein. Ich nehme so ein Geisterradio-Gerät. Oh, dann musst du aber drin bleiben. Und ganz alleine, das finde ich gut. Was ist? BTS. Was ist wo? Ich bin gerade dahin gelaufen zum Generator und ich habe da in der Küche schon. Jamie, wirst du dann alleine Beatbox sein? Das ist nicht Beatbox. Was ist das? Welches EMF? EMF3 in der Küche. Okay, perfekt. Haben wir schon wieder Alter, so geil. Das funktioniert auch von drei. Ich höre nicht viele. Ja, 5 Grad. Wunderbar. Denk mal hier mal ab. Ja gut, es ist noch nicht aufgeheizt. Das darfst du nicht vergessen. Ein recht aktiver Geist zu sein. Nee, als ich reingekommen bin, war 20 Grad. Ach so, okay. Zeige dich. Gebe uns ein Zeichen. Ich hole mal Zeug. Iro, was bringst du mit? Ich pack wieder alles vor die Haut. Nimm doch lieber mit, was wir brauchen. Nein, du musst da alleine drin sein, sonst antwortet er nicht. Ich geb dir das. Nein, nimm mal. Mach mal. Am Anfang ist er ja noch nicht aggressiv. Mach mal. Du schaffst das. Ich guck dir vom Fenster aus zu. Ja, genau. Wir wollen jetzt Jamie unbedingt ärgern. Bin ich gut. Ach doch, mach mal. Ja, und dann sterbe ich und dann darf ich jetzt nur noch zu. Du stirbst erst, wenn deine Sanity unter, wie viel war es? Unter 50, glaube ich, gefallen ist. Das haben wir am Anfang noch lange nicht. Also das macht gar nichts. Wenn er auf dem Fuß der. Er antwortet dir bloß. Das ist ein ganz lieber. Der tut nichts. Der will nur spielen. Das ist wieder Wolf. Ich will fragen, was er vorhat, weil dann kannst du Antworten hören, die ich eventuell verstören können. Ich komme auch bis hierhin mit und stell dir die Kamera auf. Wo bist du? Wie alt bist du? Okay, ich verstehe nicht. Okay, er antwortet nicht. Ja, dann gib mal her, komm. Es ist hoffnungslos. Komm her damit. Er hat nur die falschen Fragen. Die Lottozahlen kann er nicht vorhersagen. Schreib in das Buch. Bist du da? Auch die falsche Frage. Behind. Er war hinter mir. Ich hab's gehört. Ja, behind, ich hab's gehört. Geisterbox. Geisterbox. Wir fliegen Teller. Du hast recht. Okay. Aktiver Geist könnte Polter oder Oni sein. Schreib ins Buch. Der Polter Oni. Mal nach Orbs gucken. Weiß nicht, mir macht diese kleine Karte viel mehr Angst als eine große Karte. Ja, weil du in der kleinen Karte weniger Zeit hast, wegzukommen. Ja. Orbs.
Was? Wo? Ah ja, ich sehe ihn. Noch nicht. Wo? Was sagt die Tafel? Wo siehst du denn? Da ist Kruzifix-Bewegungsfelder, na hoppala. Wo ist ein Orb? Ich sag, ja, da ist ein Orb, über ja, Tisch, hallo. Über den Tisch. Da ist der Orb. Nehmt mal Kruzifix und Salz mit. Kruzifix liegt schon drin. Ein Kruzi-Salz. Den was salzen wir jetzt ein. Erstmal einstrengen, weil es... Ja. Sortiment. Also dann. So, mein Salz ist versalzt. Ich auch. Wir haben schon Spuren. Also, EMF, Fingerabdrücke oder Physik. Wo? Wo denn? Oder? Das ist, da weißt du, wo der Geist ist. Wenn du hast du es? Zeige dich! Ja, hab ich. Zeige dich! Gib uns einen Zeichen. Wo ist eigentlich das zweite Kreuz abgeblieben? Das habe ich. Jeder nur ein. Ja, rausschmeißen. Nein, das will ich. Das beschützt mich. Wo soll ich es hin tun? Meins liegt hier auf dem Tisch, leg's mal hier auf die Küchentheke. Zeige dich. Dann sind wir gut abgedeckt. Meine Fresse. Hast du auch jetzt vorne? Zeige dich. Kollege. Er schmeißt mit Zeug. Gib uns ein Zeichen. Das ist höchstwahrscheinlich ein Poltergeist. Klopfe. Was braucht denn der Poltergeist noch? Klopfe. Bloody Mary, Bloody Mary. Könnt Licht anmachen, ja. Eigentlich muss das sein. Funky Girl Medina. Zeige dich. Ja, so, so, ich hab immer noch das Möchte Salz. Ein Foto. Ich werde inaktiv. EMF oder Fingerabdrücke? Ich such schon nach Fingerabdrücken. Halte das Licht aus. Halte das Licht aus. Schalte das Licht aus. Komm halt noch mehr Licht an. Das ist mein Themengebiet, das wird schon. Was ist mit dem Kruzifix? Das muss uns beschützen davor, wenn er angreifen will, einmal. Schalte dein Licht aus. Okay, ich versuch's. Wolf, ich versuch wieder die Tellertechnik. Ich werf dir wieder zu dir. Bang! Öffne eine Tür. Bang mir den Teller. Er hat eine Tür geöffnet. Oder zumindest hat er irgendwas angedatscht. Zeichen bist du. Öffne eine Tür. Und sein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Vielleicht war's doch für ein Spinner, der hier wohnt. Ja, es ist ein Kinderstreich. Oh, jetzt hat er alle Lichter ausgemacht. Ich geh nach draußen. Jupp, Pater. Ja. Ist in der Garage hinten. In der Garage? Strom abgeschaltet. Ja. Ich geh rüber. Also du auch? Okay. Ach, du bist auch unterwegs. Gib uns ein Zeichen. Ja. Gib uns ein Zeichen, wo bist du? EMF3. Nehmen wir jetzt die Säge mit. Ich hab angefangen zu piepen, als er das Licht wieder angemacht hat. Öffne. So, Geist. Ich öffne eine Tür. Ich töte dich jetzt mit der Säge. Gib uns ein Zeichen. Bist du? Schalte das Licht aus. So, mach ich. Grabbel irgendwas. Ich halt jetzt hier den Schrank. Ah, ich töte dich. Bist du? Gib uns ein Zeichen. Bist du? Der Geist ist unheimlich anstrengend gerade. Warum will er nicht kommen? Wahrscheinlich, weil zu viele drin sind. Ja, dann geht doch mal alle raus. Warum? Ich hab die Lampe. Ich hab die Kamera. Ich bin mit einer. Ich hab auch eine Kamera. Quasi. Raus! Alle raus! Gib uns ein Zeichen. So, dann mach ich dir aber jetzt das Licht aus. So.
Du hast dein Licht ausgemacht! Schalte das Licht aus. Danach habe ich dich nicht gefragt. Aktivität ist übrigens auf 10. Bereitet mal die Dings mal. Also ich sehe den Wolf. Schalte. Der Wolf macht das gut. Der sieht da drin gut aus in der Küche. Schalte das Licht aus. Hat das EMF irgendwas gemeldet? 4. Ich mag EMFs, die Bier sagen. Aktiviert ihr das wieder auf 10? 3. Er macht die ganze Zeit nur 10er-Sprünge. Interessant. Schalte das Licht aus, habe ich gesagt. Ja, könnte noch ein Benji drin sein? Nein. Ja, mach ja nur, weil vielleicht will er mit dir nicht interagieren. Ja, 0. Schalte das Licht aus, habe ich gesagt. Wie heißt das Kärtchen denn? Thomas Brown. Thomas Brown. Mr. Brown. Last call for Mr. Brown. Nicht nur flackern. Mach Licht aus. Ja, Poltergeist. Geist, aber wir ganz gern so wie ein Objekt herum, Mann. Ich glaube, er würde gerne Hand, aber wir sind alle noch zu hoch, als er das könnte. Ja, wir können. Wie sieht's mit unseren Kruzifixen aus? Wir sind noch nicht tief genug, als er verhandeln könnte. Haben wir ja. Lass uns doch mal durch das Haus suchen, ob es hier irgendwo ein Unterbord gibt. Wir brauchen noch einen Knochenbeweis. Oder hoffe, das. Oben könnte noch eins sein. Haben wir einen oben? Oder hinten in der Garage, habe ich auch nicht geguckt nach Sachen, außer dass ich das Licht ausgeschaltet habe. Hinten erstmal unten gucken. Ja. Oder ganz unten. Geh mal in den Keller. Ich guck mal hinten. Hier unten scheint nichts zu sein. Warst du schon in der Garage? Garage, ja. Oben noch nicht. Schalt das Licht aus. Leg dich nicht mit mir an, Geist. Ich glaub, das tut er. Ja, aber was ihr nicht wusstet, der Wolf ist Sohan. Leg dich nicht mit Sohan an. EMF 4. Nee. Hier drüben. Der hat einen Haufen Segen. Und die dritte Säge. Es war Tim, der Heimwerker König Taylor hier in dem Ding. Wo seid ihr? Verteilt. Beim Keller, ich komme wieder hoch, hier unten ist. Hör auf zu flackern und mach das Licht aus. Schalte das Licht aus. Ich beschwöre war jetzt dich. Schon oben? Ja, Iro rennt oben rum. Ich bin gerade oben, aber ich hab noch nicht. Ich schalte das Licht Poltergeist, aus. Oder? Ich meine, ich habe gerade gelesen, dass er in einem leeren Raum fast ineffektiv ist und der rumpelt ja eigentlich nur rum, wenn jemand vor ihm ist. Ja, und der schmeißt hier permanent mit Sachen rum. Das Problem ist, ein Poltergeist, da brauchen wir noch Fingerabdrücke. Deswegen will ich ja, dass er das Licht ausschaltet, damit wir hier Abdrücke kriegen. No, lass mich raus!
Okay, können wir wieder. Dark Slicer, hallo. Ah. Ja, der Poltergeist. Das ist er. Gott, der hat die Tür aufgemacht von dem Raum, in dem ich war. Ich der Geist. Hier raus. Der Geist hat die aufgemacht. Ich war ja auch mit dir drin. Wir würden jetzt gerne Go machen, aber der will nicht. Ah. Also, den Knochen hab ich auch nicht aufgemacht. Vielleicht gibt's gar keinen Knochen. Ah, nee, ich hab die Tür nicht aufgemacht. Der Geist ist reingekommen und hat die aufgemacht. Oh Gott, er ist reingekommen. Ja, aber wir standen hinter der Tür, der hat uns... Du warst nie hier, ja, Dark Slicer, warst nie da. Gar nicht, überhaupt gar nicht. Alter, ein Licht an. Nicht zu sagen. Oh, nicht Ade sagen. Hat er Ade gesagt? Was? Nein. Wir wurden gerade Leckerlis gesponsert. Er hat doch gerade eben gepiept. Warum piept das jetzt nicht mehr? Mach mal jetzt die Lichter aus, verdammt. Alles aus. Er hat, glaube ich, ein Kreuz gefressen. Ja, dann. Drei kannst du total knicken. Scherzer Geld 71. Der beste Pirat. Sehr gut. Ich mag Piraten. Mach das jetzt mal wie Iro. Und wenn ich komme, hört's auf. Das kann doch nicht wahr sein. Er kann dich nicht leiden. Zeige dich. Nee, keine Fingerabdrücke. Gib mir ein Zeichen. Schalte das Licht ein. Werfe Gegenstände rum. Oh, er hat hinter mir einen Step gemacht. Oh, drei. Okay, dann geht's raus. Wo? Keine Ahnung, aber Foto. Warum funktioniert? Ich habe auch ein Foto von der Einrichtung gemacht und es hat nicht funktioniert. Du auf der falschen Seite. Welchen Teil hast du fotografiert? Ich guck mir das jetzt an, so. Ah, am Fenster. Oh, wie lustig, ich bin ein schwebendes EMF auf dem Bild. Ja, du kannst dich ja selber nicht sehen. Traurig. Könnt ihr das die Fingerabdrücke von der Außenseite anleuchten? Mach das mal. Ja, sag du, es ist am Fenster. Ja, ich hab's am Fenster gesehen. Nee, von außen geht das nicht. So, jetzt brauchen wir noch ein Foto vom Geist. Ja, aber der will ja nicht. Kannst du vergessen, kriegen wir nicht. Das ist ein Poltergeist, der wird sich nicht zeigen. Wir haben alle Packungen noch, das gibt's da nicht. Ja, der Poltergeist will nicht, kannst du vergessen. Poltergeister sind nur Sachen rumschmeißen, aber ansonsten ist es ihm egal. Aber ich versuch das jetzt nochmal. Zieh's nicht in die Länge. Die 10 Euro können wir auch woanders kriegen. Das sind ja nicht nur 10 und wir haben den Knochen auch nicht. Ja, aber den Knochen habe ich nicht gefunden. Du hast auch nichts verloren. Oh doch, ich habe 0. Warum sagt mir denn keiner, dass ich nichts mehr hab? Du hast 0. Du wolltest den Geist doch sehen. Nehme ich doch mal ein bisschen Schmack auf was. Hui. Wieso? Ich hab noch jemanden, der sogar mit mir reinkommen möchte. Ja, komm auf, geh mal. Ach, macht was er wollt. Wohin? Die wollen unbedingt noch mal rein Geisterfoto machen. Hm. Und du hast nur 40. Ach. Leute, die. Immer noch mal rein. Hauptsache noch mal Geist fotografieren. Das war der Mr. Brown. Meine Nachbarn sind gruseliger als. Alles andere. Gerade über mir wieder, das hatte ich letztes schon mal beim Stream. Ja, Jamie, du weißt doch, wie sich die im Gefängnis die Gitter anhören, ne? Oh, er huntet gerade, oder? Ja, der huntet. Einen von beiden wird es zerlegen. Die wollten ja nicht wegfahren, die haben es nicht anders verdient.
Ja, mal gucken, wir sehen seine Kamera. Ja, und auf jeden Fall, bei mir oben drüber, schieben die Leute Stühle auf den Boden, so richtig schön über den Boden schleifend, und das klingt halt genau so wie diese Gitter im Gefängnis. Oh Gott, in wie vielen Stock wohnst du? Ich wohne im ersten. Okay, von wie vielen? 3. Ja gut, das heißt, die haben das selbst wahrscheinlich genauso zu leiden über dir. Weiß ich nicht. Also, wer normale Leute tragen Stühle. Der Stuhl ist vielleicht schwer. Nee, das sind so billig Ikea-Stühle. Die sind überhaupt nicht schwer. Die kriegst du, kannst du mit 2 Fingern hochheben quasi. Ja, könnt wieder rauskommen. Habt ihr ein Foto machen können? Ja, sie leben beide noch. Ja, ja. Alles gut bei denen. Habt ihr euer Foto? Wahrscheinlich nicht, ja? Hutz, du bist wieder auf 17 runter. Ja, ich glaube, der stand bei mir mit dem Raum, aber der hat mich nicht gesehen. Dieser Geist ist verflucht handsam. Ich bin wie der von den. Nicht den Avengers, von den Guardians of the Galaxy, der. Wie heißt der? Den der Vin Diesel. Nee. Doch, Vin Diesel, glaube ich, spielten. Wie heißt er denn? Vin Diesel spielt den Guardians of the Galaxy mit? Nein, tut er nicht. Ich glaube, das ist Vin Diesel. Nee, nicht Vin Diesel. Wie heißt er? Wie heißt er denn? Meinst du den... Rocket. Meinst du den John Boyega? Wartet. John Boyega? War das John Boyega? Bin so schlecht mit Namen. Warte, ich sag dir gleich, wie er heißt. Sag dir gleich, wie er heißt. Ich muss es selbst googeln. Ich hab gerade keine Ahnung. Er heißt. Nee, das war John Boyega, war der aus Star Wars. Die habe ich gerade verwechselt. Nee, es ist Dave Bautista. Batista Boyega. Genau. Dave Beides zu nah aneinander. Im zweiten Teil tut er doch nur ganz langsam Flips essen. Und sagt, wenn er sich so langsam bewegt, dann wird er unsichtbar. Ja, das ist ja auch so. Und was haben wir noch? Und so bin komm, ich. So komm bin in ich den auch. Truck, es ist ein Poltergeist. Trag einfach Poltergeist ein, mehr musst du nicht wissen. Ich fahr einfach ohne euch, geht alle raus, so. Geht nicht. Kann ich nicht? Kann man nicht zumachen? Nö. Kannst du nicht. Leider nein, ich versuch's gerade. So, ich pack mich jetzt auch mal hier in die Ecke. Komm rein. Wir wollen fahren. So, Hutz ist jetzt leider querschnittsgelähmt. Kann ich mal, guck mal, ich kann. Welcome back. I've got some jobs ready for you. $165 für so viel Arbeit und Anfahrt. Das ist eigentlich verhältnismäßig wenig. Ja, wir haben ja auch ziemlich viel ausgelassen. Ich habe eine Kopfkamera freigeschaltet. Ja, aber das ist der Grund dafür, dass wir so wenig haben. Ich jammer nicht. Das ist natürlich ja, aber wenn jetzt wir nicht. Du musst bedenken, wenn wir nicht so viel Zeit damit verballern würden, danach zu jagen, die $20 da noch zu kriegen, dann könnten wir den nächsten Job für 100 zu 100 kriegen. Ich hab das, was mir jetzt langsam langweilig wird, und was Großes. Oh nein. Ich will was Großes. Was Großes? Alles gut. Sehr gut. Das, was ihm langweilig wird, was ist das? Ja, das, was wir schon zweimal wieder gemacht haben jetzt. Hä, das ist doch doof. Warum sollten wir es dreimal machen? Richtig. Geht's doch. Wir haben noch viel mehr Karten, oder? Wieso?